Der nächste Hafen, in dem wir wieder am übernächsten Morgen einlaufen, um von dort einen Landausflug zu machen, ist in der irländischen Hafenstadt Cork. Die Grafschaft Cork, zu welcher auch der Hafen und die Stadt gehören, ist ihrer Entstehungsgeschichte nach ab dem 8. Jahrhundert gekennzeichnet von ständigen Kämpfen und religiösen Auseinandersetzungen zwischen Protestanten und Katholiken, zwischen Iren und Engländern. Diese Historie wirkt auch heute noch in den Köpfen der Beteiligten nach. Ab dem 18. Jahrhundert wurde der industrielle Ausbau des Landes vorangetrieben und es entstand ein gewisser Wohlstand. Dazu trugen vor allem die Nähe zum Meer und die guten Handelsbeziehungen durch den im Süden von Irland gelegenen Seehafen Cork bei. So entwickelten sich vor allem die Glasbearbeitung und die Glashütten des Landes in dieser Zeit. Eine der bekanntesten dieser Glaserzeugungen werden wir heute besichtigen. Waterford Crystal befindet sich im Stadtzentrum von Waterford. Wir nehmen an einer Werksführung teil und können den ganzen Produktionsablauf der ausgestellten wunderschönen Glastrophäen, Becher, Teller und sonstigen Bleikristallprodukte besichtigen. Es ist schon interessant, was der Mensch aus Blei, Sand und Pottasche mit Können und Hitze zur Umwandlung bringt und so hervorragende, edle Formen aus Glas entstehen lässt. Ein anschließender Stadtbummel führt uns zu weiteren Schönheiten der Stadt, wie Kirchen, Parkanlagen und zur Befestigungsanlage der Stadt, die noch an die vergangenen Auseinandersetzungen erinnert. Leider ist auch diese Befestigungsanlage geschlossen und für Touristen nicht zugänglich. Thank you.
Nach einigen Stunden Rückfahrt mit dem Bus zum Hafen wartet auf uns bereits wieder die neuerliche, planmäßige Schiffsausfahrt am Abend desselben Tages in Richtung Southampton, England. Während der Hafenausfahrt gibt es am Schiff Rambazamba mit einem nachempfundenen bayerischen Abend. Wer will, findet am Schiff genug Unterhaltungsmöglichkeiten. Für uns ist aber nach dem 8-stündigen Ausflug am Land Ruhe und das Genießen der würzigen Seeluft angesagt. Der Sonnenuntergang im Spiegel des offenen Meeres ist die Krönung und der Abschluss des Tages.